Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Transport Fever, wo wir wieder dabei sind, hier die Cities auszubauen. Wir haben jetzt hier gerade in der letzten Folge, weil es ja letztes Mal so viel Spaß gemacht hat, uns einen kleinen TGV gegönnt, der hier eigentlich zwischen Canterbury und... Guck mal, da wartet schon der Erste. Zwischen Canterbury und zwischen dem hier anderen da, zwischen Dover hin und her fahren soll und einfach nur ein bisschen Passagiere von A nach B bringen soll. Wir werden gucken, wie es so funktioniert, weil der Bahnhof hat an sich einen sehr schönen Einzugsbereich. Hier nicht. Man könnte hier noch eine Bahn, also eine hier Bushalte bauen und dann hier zwischenfahren. Oder hier. Um da sozusagen noch mehr Leute zum Bahnhof zu bringen. Hier warten auf einmal schon ein paar mehr. Ja, funktioniert. Also ich glaube, die werden sich bald rentieren, die Strecken. So, hast du Werkzeug schon mit? Nein. Wir brauchen hier oben ein bisschen Werkzeug. Maschinen liefern, Kredit wollen wir nicht aufnehmen. Französische Baustelle ist ganz gut. Englische hängt wieder ein bisschen zurück. Aber hier kommt hoffentlich gleich schon wieder keine Maschinen. Schiff 8 hat keine Maschinen mit. Oben nicht. Weil hier voll ist, oder was? Linie 13 ist überbevölkert. Was ist denn hier los mit Linie 13? 1, 2. Dann machen wir erst Linie 13 jetzt fertig. Holz kommt jetzt. Fehlt ihm da sonst irgendwas? Ja, Holz. Holz, Holz, Holz. Holz ist Linie 10. Kommt da schon wieder Holz? Ein bisschen. Einfach noch ein LKW für Linie 10. So. Wollen jetzt vorankommen, ne? Ich weiß nicht genau, wann das Maschinen liefern, sind wir dabei. Wollen wir jetzt gleich. Können wir die noch aufrüsten? Wahrscheinlich nicht, weil da irgendwie Kollision im Weg ist. Genau, okay, geht nicht. Müssen wir mehr abtransportieren, nützt ja nichts. Französische Seite ist sowieso gleich fertig und dann können wir dieses abbrechen und dann wird alles für die englische Seite produziert. Das geht aber dann auch recht schnell. Aber wir müssen noch mal gucken. Schließe die Projektphasen zur Vorbereitung und Grabung rechtzeitig ab. Profitabel. Komme ohne weitere Zuschüsse aus. Hände schütteln. Sorge dafür, dass beide Tunnelbaustellen im Abstand von höchstens einem Monat fertig werden. Ja, guck, da haben wir jetzt ein Problem. Ich würde dann erstmal kurz mal. Ich würde es auf 900 laufen lassen und dann löschen wir erstmal Linie 13. So können wir das machen, ne? Wir müssen die anderen auch erstmal aufrüsten. Ja, 780. Wir haben schon wieder 12 Millionen. Wir müssen uns ein bisschen beobachten. Also, ne? Linie 13 ist es ja, oder? Macht gutes Plus. Also, bringt auch echt was. Ja, Linie 13. Also, bei 900 ist erstmal Schluss. Ne? Da müssen die Schiffe erstmal hinterherkommen. Weil nachher innerhalb eines Monats das zu timen, das ist schwierig. Aber guck mal, der TGV. Ein neues Flugzeug hier beim Flugzeug. Wir können auch noch ein bisschen. Was sind da? 36 sitzen im Moment drin, ne? Was bringt das denn auf dieser kurzen Strecke? Ist der TCW schon im Plus? Nö. Bisher noch ein Verlustgeschäft. Aber nicht mehr lange. Das. Guck mal, ich habe diese riesen Blocks hier rundherum. Und hier warten schon wieder. Hier warten schnell Leute. Hier warten auch 30. Also das ist, ich glaube, es dauert vielleicht noch 2-3 Jahre, aber dann rennt er ins Plus. Sollte er zumindest. So. Was ist hier oben denn eigentlich mit dem Werkzeug? Hier kommen immerhin 29. Linie 11. Oh.
Warte, wir müssen sehen, dass wir jetzt Linie 13 einmal schnell mal stoppen. Wir sind nämlich bei 900 angekommen. Ja, können Sie ja behalten noch, ne? Wir müssen nur jetzt erstmal gucken, dass das andere erstmal weitergebaut wird. Das geht so nicht. Was bringt uns, was fehlt uns denn? Holz. Ist er der Holzfrachter? Jo, jetzt kommt wieder Holz. Und wie kriegen wir jetzt mal da oben ein bisschen Werkzeug hin? Yay, immerhin 5 für 15. Fährt da vielleicht schon einer? Nein. Weil viel braucht er ja nicht. Wir brauchen noch einen Holzfrachter. Moin. Eins, zwei, drei, vier Schiffe haben wir jetzt auf 9 laufen. Einfach weil wir es können, ne? So, 900 zu 429. Kriegen wir gesteuert, ne? Dass wir es innerhalb eines Monats schaffen. Die Maschinen werden jetzt auch geliefert. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Da kommt jetzt Holz. Dann können wieder Maschinen ohne Ende hergestellt werden. Und wenn wir jetzt mal kurz 13, wird jetzt nicht weiter aufgefüllt, hoffentlich, oder? Weil 13 aktuell nicht befahren wird, müssen die 13 auch nicht zwingend auffüllen. Aber liegt so viel, dass wenn wir eine große Armada losschicken, die alles auf einmal fertig kriegen, da. Dann wären wir bei 1000. Ups. So. Da sind wir gut im Rennen. Also bisher macht mir die Mission ein bisschen mehr Spaß als diese ausschließlich TGW-Mission. Weiß nicht, wie sieht's hier aus? Wir könnten versuchen. Ah, ne, guck mal, da kommen schon von alleine mehr Leute. Ist immer noch im Minus, aber. Jetzt im Jahr 85 könnte das erste Jahr sein, wo er ins Plus läuft. Guck mal, jetzt hier, so muss das sein. 122 wartet hier. Das ist der Maschinenfrachter, der nimmt das alles mit. Ich habe vorhin nicht dran gedacht. Ne? Wir hatten hier vielleicht schon einen zweiten, weil damit wir gleichzeitig Holz zum Beispiel abladen können und gleichzeitig Maschinen aufladen können. Sehr schön. Wenn wir jetzt mal rechnen. Ne? Also jetzt kommt hier eine volle Ladung Maschinen gleich. 150, dann sind wir da drüben bei 580. Jetzt macht der das hoffentlich mal leer und dann werden wir es aufrüsten. Fahrzeug im Weg. Da ist wahrscheinlich immer ein Fahrzeug im Weg, ne? Also wenn der jetzt gleich hier voll ist, dann ist nämlich da auch keine Maschine, warten keine Maschinen, dann könnten wir das anwenden. Mein 2 wird es wohl auch tun. Wenn schon, denn schon. Was, auf einmal kommen zwei Holzfrachter an und der gleiche für die Maschinen und dann haben wir den Salat da. So, mach einmal leer. Hat er immerhin mit. Wenn er jetzt raus ist, kann man es anwenden. Guck, das sind nämlich nur, jetzt haben wir nur Minimalmaschinen verloren, das macht nichts. So. Was ist mit unseren Bussen los? Die sind irgendwie ein bisschen am Schwächeln. Liegt vielleicht, wollte gerade sagen, am Zug? Nein, kann ja nicht am Zug liegen, der Zug fährt ja drüben. Ich denke, es werden so ein paar Leute am Bahnhof ansiedeln. Also da brauchen wir erstmal nichts machen. Wir hätten natürlich, um es, na klar, hier eine Bushaltestelle, hier eine Bushaltestelle, beide mit dem Bahnhof irgendwie verbunden, würde mit Sicherheit nochmal ein bisschen dafür Sorge tragen, dass wir mehr Passagiere kriegen. Aber auch so ganz geschickt, ne? Vor allen Dingen auch, dass wir unseren
eigenen dort nicht zerstören. Der kommt zwar über die 120, 130 nicht hinaus, ist aber trotzdem schnell genug. So. Nun geht's mal los hier. Dann können wir wahrscheinlich auch gleich sagen, wieso haben wir noch keine Maschinen geliefert? Bestimmt, weil hier rundherum auch Maschinen benötigt werden. Ein neues Fahrzeug ist der hier große Bus. Sollte man eigentlich mal alle Busse aufrüsten. Die kompletten Linien einmal austauschen. Naja. Wo bleibt Holz? Da kommt nur 14. Was bremst am Holz? Hier kommen 58. Hier 80. Ja, noch eine. Da noch ein Fahrzeug für Linie 2. Und Linie 8 muss auch voll laufen immer. So. Ja, fünfte Folge im 7. Level. TGW immer noch nicht im Plus. Was machen wir denn? Wo ist er denn? Da kommt er doch. Doch, letztes Jahr leicht im Plus. 1,2 Millionen dann natürlich gleich. Das ist schon schön. Schön zu sehen. Wir hätten auch eine Passagierlinie wahrscheinlich von Dover nach Calais machen können. Ein Passagierhafen hier, ein Passagierhafen da und im großen Stil mit Schiffen Passagiere von A nach B bringen. Ein Hafen. So, Holz. Ach, es mangelt hier ständig an Holz. Da muss ja ein Riesenumweg hier fahren, ne? Wollen wir mal auch mal hier. Busspur brauchen wir ja nicht. Nutzer gleich. Linie 15 immerhin 10. Aber da muss auch mal was für ihn hier überbleiben. Sonst müssen wir die Industrie hier wieder abreißen. Die irgendwie. Ist ja auch echt Mist, so ein Teil hier im Industriegebiet. So, hier wird das Industriegebiet einmal abgebaut. Dann bleibt mehr für ihn hier über. Tut mir leid. Könnt ihr euch ja später wieder ansiedeln. Och. Das ist keine Industrie. Das ist aber Industrie hier. Ja, ist aber echt blöd gelaufen. Kann nichts für. Können wir später, vielleicht können wir da wieder ansiedeln. Ist auch noch Industrie. Das ist auch Industrie. So, haben wir geschafft. Dann brauchen wir Linie 5 nicht mehr. Oder 15 ist das, ne? Ins Depot. Und gecancelt. Linie 15 gibt es nicht mehr. Keine Maschinen mehr, sinnlos für 15 verballern. Alles hier für 14. Es kommt hier 124. Guck mal, da sind wir auch bei 700. Der hat nichts mit. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Also wenn der auch bei 900 ankommt, müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, TGW weiter steigend. Ja, wir haben sie richtig schön drei Plätze schon angesiedelt. Sollen wir das dann einfach mal versuchen, mal gucken, wie sehr wir den TGW, haben wir jetzt mit 1,8 Millionen, wenn wir den ausgelastet bekommen, dass der Bahnhof zum Beispiel voll ist. Ist ja auch ganz wichtig eigentlich, vielleicht für eine oder nächste, falls wir tatsächlich noch ein freies Spiel sehen, falls ihr sozusagen große Nachfrage danach habt, von wegen, komm, mach doch nochmal ein freies Spiel danach, ein paar Folgen.
auf einer eigenen Schleswig-Holstein-Map sozusagen, nicht komplett eigen, aber eine freie Karte, die ich schon mal ein bisschen angepasst hatte. Und ja, das wäre nochmal eine Variante, da vielleicht ein schönes System sozusagen aufzubauen, das einfach nachher grenzenlosen, millionenfachen Reichtum beschert hier. 83, der Zug ist jetzt zur Hälfte gefüllt. Dover noch nicht ganz so viel sehr. Also haben wir auch ein bisschen die Wartezeit verkürzt, fällt mir mal so auf. Ne? Die englische Baustelle hat 646. Ich weiß nicht, ob wir noch in der Zeit sind. Wird knapp. Aber wir können nicht ganz... Hä? Ist runtergekommen. Auf einmal müssen wir... Ach. Ja, wegen der Bohrmaschine müssen wir weniger liefern. Aber auf einmal ist die französische Baustelle fertig. Hat natürlich zu dem Problem geführt, dass wir die eine Medaille nicht mehr kriegen können, weil wir nicht mehr gleichzeitig fertig sein können. Na, schöner Mist. Schöner Mist. Kann man nur kopfschütteln. Hätte ich das mal vorher gewusst. Na gut. Wir sammeln ein bisschen Geld. Noch 200. So. Und weil wir gerade ein bisschen Zeit haben. Weil wir können jetzt eh nichts machen. Kommen jetzt hier mal ein paar kleine Bushaltestellen. Einmal natürlich hier direkt am Bahnhof. Einmal hier im Industriegebiet. Und einmal hier hinten. So, neue Linie. Von hier noch dort und dort. Linie 15. Brauchen wir gleich zwei Busse. Straßenfahrzeuge kaufen. Zwei schöne Busse. Eins, zwei. Linien zuweisen alle. Linie 15. So. Mal gucken, ob wir Dover so ein bisschen gezielter am Bahnhof hier voll kriegen. Ja, hier lohnt nicht wirklich. Aber mit denen haben wir hinten nochmal ein ganz schönes neues Einzugsgebiet. Ich denke schon. So, hier machen wir das gleiche auch, weil wir ein bisschen Zeit haben. Wir haben ja fehlen immer noch 150 oder so. Einmal schön hier am Bahnhof. Und dann mitten in die City. Und einmal hier. Neue Linie. Vom Bahnhof. Noch hier. Noch dort. So, Linie 17. Machen wir denn unseren. Ist das so weit weg? Straßenverkehr kaufen. 1, 2. Linie zuweisen alle. Linie 17. Auf geht's. Könnten ein paar mehr Leute hier durch die City transportieren. Da sieht man ja auch schon, geht schon los. Und sollte dann im Endeffekt natürlich noch mehr Nachfrage nach dem TGW bringen, dass das nochmal so ein kleinen Schwung nach oben macht. Müsste ja gehen. So, dann können wir noch mal ein bisschen üben. Also wenn wir die zum Beispiel auf zweispurig ausbauen wollten, würde man zum Beispiel von hier abzweigen. Aber das als Brücke gestalten geht hier gar nicht. Kannst auch als Tunnelfolge machen. Oder man geht jetzt einfach mal quer darüber. Man macht es doch so. Wenn das doch so baut, hier direkt daneben.
Da geht's. Da merkt er auch, was man eigentlich in Anführungsstrichen will. Die Straße ist aber ein bisschen im Weg. Ja, dann können wir es hier nicht gleich zweistufig machen. Geht nicht. Die Straße ist im Weg. Schade. Na egal, lassen wir erstmal so. Wir haben es jetzt auch gleich geschafft, ne? Mal ganz nebenbei. Hier warten jetzt 76 Leute. Und hier kommen 89. Also Finanzen dürfte eigentlich hoffentlich jetzt ab Jahr 89 nochmal wieder deutlich verbessern. So, wie sie, was ist denn? Was bremst denn hier? Hier warten 118, das reicht fast für den Rest. Ja, und da kommen nochmal 114. Also wir brauchen jetzt einfach nur noch für die Linie 14 schnell mal zwei LKWs. 1, 2, Linie 14. Gut. Also das eine haben wir geschafft, das andere haben wir geschafft. 47 Millionen haben wir. TGW, ja, jetzt geht's los hier. Guck mal, jetzt werden auch langsam wahrscheinlich unsere Buslinien. Wartet zumindest überall jemand. 108. Und hier warten auch gleich 100. Also es ist natürlich, wir haben einen Zug genommen, der ist verdammt teuer. Ich glaube im Zug, aber der hat natürlich auch noch Luft nach oben, ne? Also da geht noch was, wenn der ausgelastet ist. Aber richtig viel Geld. So. Die weiteren LKW sind angekommen und jetzt geht's hier ratzefatz. Mal gucken, ob wir geldmäßig noch ein bisschen aufrüsten müssen. Wir könnten jetzt mal sagen, hier die ganzen alten Buslinien, Buslinie 6. Könnten wir mal mit Ersatzfahrzeug hier versehen, und zwar dem hier. So, marschieren und Kredit aufnehmen, Tunnel vollendet. Hervorragend. Passagiere durch den Tunnel transportieren, Güter durch den Tunnel transportieren. Okay, haben wir noch zwei Ziele, und zwar 1000 Passagiere durch den Tunnel zu transportieren und 1000 So. Wie kommen wir denn hier hin? Ist auch blöd, ne? Kann man nicht einen eigenen Tunnel runter machen? Das ist doch Mist. Wie sollen wir denn jetzt hier richtig hin? Das ist doch echt. Ich habe jetzt hier eine neue Trasse, ne? Also wir müssen ja gucken. So, knicken wir hier ab. Machen wir, ziehen wir hier einfach durch. Aber dann machen wir so viele Strecken von uns durcheinander. Und wir müssen auch die ganzen Schiffe sozusagen an Land hier wegbringen und müssen Tunnel, müssen Fracht durch den Tunnel transportieren. Was können wir denn, würde ich sagen, bringen wir am ehesten Kohle durch, oder? Hinteren. Der hintere Gleis wäre hier die Trasse. Aber schön, hier können wir schön passend noch einen Kopfbahnhof bauen für Passagiere.
Oder mitten rein, einfach weil es cooler ist. Kostet uns ein bisschen was, aber das Geld leisten wir uns, ne? So, dann. Reicht erstmal ein Gleis, ne? Zur Not. So. Zugdepot. Aber ich würde sagen, liebe Leute, wir haben wieder ein ganz gutes Stück geschafft. Wir machen morgen weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mit einem kleinen Like unterstützt ihr mich. Und wenn ihr dabei bleibt, freue ich mich. Ne? Bis dann und tschüss.